China ist im Augenblick das Land, in das Politiker gerne reisen, denn China boomt. Und da heißt es nicht den Anschluss verpassen, wenn es um lukrative Geschäftsabschlüsse geht. China ist aber auch das Land, das Andersdenkende foltert und in Arbeitslagern interniert. Norbert Fischer hatte jetzt die Gelegenheit, mit einer Chinesin zu sprechen, die solch einen zweijährigen Leidensweg gerade hinter sich hat. Bis in den Januar 2002 klingt das Leben von Xiu Wei wie eine Erfolgsgeschichte. Sie lebt und studiert 6 Jahre in Berlin. Dann bekommt sie eine Anstellung als Wirtschaftsingenieurin und geht für eine deutsche Firma nach China. Aber die damals 31-Jährige ist auch Anhängerin der buddhistischen Meditationsbewegung Falun Gong. Das sind auch rund 100 Millionen Chinesen. Der chinesische Staat aber hat Falun Gong verboten. Und rund 100.000 Chinesen, so schätzen Menschenrechtsorganisationen, sind deswegen in Haft. Als Xiu Wei in Peking Flugblätter für deren Freilassung verteilt, wird sie sofort verhaftet und kommt in eine Untersuchungszelle mit 20 Personen. Verhöre und Demütigungen nehmen ihren Anfang. Ich durfte auch nicht ins Toilette gehen. Kein Wasser zu trinken, nicht stehen, nicht sitzen. Ich durfte eigentlich nur hocken, so Knie unten lassen. Und genau auch bei diesem ersten Tag bei meiner Periode, ich durfte keine Damenbinder von meiner Tasche nehmen. Ich durfte auch nicht in diesem Tag nicht zur Toilette gehen, auch nicht kein Wasser trinken. Und die Ernährung dort ist auch so ganz unmenschlich, täglich nur zweimal den Sinakor mit dem Wasser gekocht. Und da drin gibt es zahlreiche Ungeziefer. Ich habe sehr viele Arten davon gelernt eigentlich. Nach der Untersuchungshaft wird Xiu Wei in ein sogenanntes Umerziehungslager verlegt. Sie muss regierungstreue Texte verlesen, wird mit Schall berieselt. Bis zu 12 Personen kümmern sich alleine um sie. Im Schichtdienst wird verhört. Gehirnwäsche und Gewalt rund um die Uhr. Im Nacht haben die Leute angefangen, mich zu schlagen. Bis ich nicht mehr aushalten konnte, habe ich mit meinem Kopf zu einer Wand gestoßen. Zu den Foltermethoden gehört neben Prügeln bis zur Bewusstlosigkeit auch Dauerkniebeugen und einfach Stehen. Ich habe 2 Damen gesehen, die haben dort mehr als 30 Tage lang gestanden. Das heißt, überhaupt nicht ins Bett gehen am Nacht. Ganze Zeit. Die haben solche dickere Unterbeine als Oberbeine. Auch Xiu Wei erfährt diese Behandlung, kann sich kaum bewegen und hat offene Wunden, die ohne Versorgung schwer verheilen. Nach dieser sogenannten Umerziehung kommt sie dann in ein Frauenarbeitslager. Dort halten sich die Aufseher Drogenabhängige als Erfüllungsgehilfen. Xiu Wei hat miterlebt, wie eine junge Frau von denen fast zu Tode geprügelt wurde. Die 8 Drogenabhängige haben die geschlagen, besonders mit den Schuhen zu ihrer Unterlapp. Nach diesem unmenschlichen Schlag war das Mädchen nicht mehr in Ordnung im Kopf, fast so verrückt so ausgesehen, und sie hat auf dem Bett mehr als 20 Tage gelegt. Mindestens 1000 Falun Gong-Anhänger sind auf diese Art zu Tode gekommen. Menschenrechtler schätzen die Dunkelziffer auf eher 10.000. Die Regierung führt sie öffentlich als Selbstmörder. Und die Offiziellen und Aufseher waschen ihre Hände in Unschuld. Man lässt andere die Drecksarbeit machen und belohnt sie in einem perfiden Punktesystem mit vorzeitiger Freilassung. Die sind wirklich so schlau und so schamlos, muss ich sagen. Die zwingen solche Drogenabhängige. Und die sagten, wenn du jetzt machst, kriegst du doch mehr Punkte für jeden Tag. Wenn man dort mehr Punkte sammelt, dann darf man schon früher austreten. Deswegen sind die solche Drogenabhängige immer mit großem Interesse anzusetzen, uns zu kontrollieren, zu schimpfen, zu schlagen. 2 Jahre später, im Januar 2004, wird sie aus dem Arbeitslager entlassen und unter Hausarrest gestellt. Und jetzt, noch einmal 9 Monate später, durfte sie schließlich nach Deutschland ausfliegen. Die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte hatte für ihre Freilassung gekämpft und ihr Name stand mit auf der Liste, die Schröder und Fischer bei ihren Besuchen in Peking mit im Gepäck hatten. Und auch der Braunschweiger Manuel Hürth hat seinen Teil dazu beigetragen. Mit einem wahren
Postkartenbombardement. Da hatten wir mehrere gemacht. Wir hatten eine an das Lager natürlich, eine an die deutsche Botschaft in Peking, eine an das deutsche Konsulat in Shanghai und an verschiedene wichtige Personen und jeweils ein bisschen anders und so eine Appellkarte direkt eben nach China. Weil ich dachte, das ist besser als Schröder schicken. Mir ist gesagt, es gab 60.000 Postkarten aus meineswegen nach China zu diesem Arbeitslager geschickt von Deutschen. Deswegen, obwohl ich gar keine davon bekommen habe, aber trotzdem bin ich ganz herzlich dankbar. Xu Wei hat das Lager nördlich von Peking überlebt und ein Zurück gibt es für sie nicht mehr. Sie hat sich für Berlin und die Freiheit entschieden. Ich möchte ein ruhiges und einfaches Leben haben. Das heißt, ganz normal arbeiten und Steuer für Gesellschaft bezahlen und ein ruhiges Leben zu haben. Ein Beitrag von Norbert Fischer. 8:25 ist es jetzt.